Es gibt da verschiedene Varianten von, die werden wir auch noch machen. Und wenn ihr wollt, dann kommt hier, also wenn das funktioniert, ja, wenn ihr das könnt, dann, also wenn das wirklich nicht so viel Nachjustieren erfordert, ihr wirklich euch hier drin sammeln könnt, dann wäre der nächste Schritt, den Schritt aufzunehmen. Ja, die Geschichte. Also beim Wechsel der Hände gleichzeitig den Schritt zu machen. Und wie immer, aufmerksamer und langsamer werden. Ja, weil langsam stellt das, also macht es intensiver. Ja. Jetzt habt ihr vier Übungen. Eine ganze Stunde mit beschäftigen. Für manche ist das einfach viel zu langweilig. Kann ich verstehen. Aber diese, wenn man eben in der Meditationspraxis weiß, Langeweile ist eins der Hindernisse, dann gucke ich mir genau an, warum ist mir das langweilig? Wie fühlt sich Langeweile an? Ja? Ich muss das nicht aushalten, ja, darum geht es nicht. Ich muss daraus lernen, ich muss lernen, dass das ein Mechanismus ist, diese Langeweile, in erster Linie getrieben von dem Affengeist, weil er will immer was Neues, immer mehr. Ja, und zu sagen, das brauche ich nicht, ich lerne was dabei, wenn ich wirklich jetzt so wenig von außen erkennbare Abwechslung mache, weil die Körperwahrnehmung und der Geist, da ist enorm viel los. Ne? Da kann der Spaß mit dem inneren Lächeln subtil, ne? Stimme des Herzens, Whisper of the Heart, das ist sehr leise, ne? Das ist das, was wir kultivieren. Und die Körperempfindung, das lohnt sich auch. Da immer weicher zu werden, immer mehr rauszufinden, wow, die Muskeln, die brauche ich gar nicht. Ja, ich kann das alles noch lockerer machen. Deswegen kann selbst so ein seitliches Gehen super lehrreich sein und auch zum inneren Lächeln führen. Ja. Also nicht immer die Attraktion und immer mehr, sondern hier das, länger dabei zu bleiben. Aber ihr braucht da Aha-Erlebnisse, sonst macht das keinen Sinn. Ein Durchgang mit der Struktur und dem Wasser, ne, weil die passt zu der Jahreszeit, habe ich letztes Mal gesagt. Aber ich habe festgestellt, das ist ziemlich, also es gibt ziemlich viel Qi, also ziemlich viel Energie durch dieses Runtergehen und dann ziemlich weit nach oben. Also achtet auf euren Kreislauf ganz besonders. Und ihr müsst da nichts erreichen. Ne? Wenn ihr nicht komplett in die Hocke könnt, dann macht ihr das nicht. Ne? Wenn ihr nur hier oben so weit runtergehen könnt, es gibt nichts zu beweisen. Ne? Also wenn ihr damit zufrieden seid, was heißt zufrieden? Wenn es jetzt so nur angenehm ist und tiefer wäre unangenehm, dann macht ihr das nur so weit. Ist okay. Ne? Im Laufe der Jahre, Jahrzehnte kommt, wird das schon mehr. Ist okay. Also, einmal das Wasser, das ist der hier, dann nicht einsammeln, sondern die Hände hängen lassen, das ist das Besondere, dann rechts gewichten, die Hände kommen ein bisschen nach hinten, nach links in die Höhe, rechter Hacken hebt ab, das ist ein bisschen strecken, diese Seite, alles andere locker, Hände sind parallel, hier ein bisschen mehr sitzen, parallele Füße, links und nach rechts parallele Hände, linker Hacken hat abgehoben, kommt zurück, mehr sitzen, ein Durchgang. Und wie immer langsam, langsam, freundlich, aufmerksam und gelassen. Und das ist kein Upspace, Fühli, sondern diese Körperwahrnehmung ist essentiell.
es hat da anscheinend auch ein paar physiologische Aspekte, anderes Mal zur Not im Buch zu beschreiben. Wirklich hier ein bisschen mehr in die Hocke ankommen. Ihr müsst ja mindestens mitkriegen, ob das eurem Kreislauf gut tut. Ja? Also wenn ihr merkt, wow, hier geht irgendwas durcheinander, insbesondere Atem und Bewegung, dann müsst ihr zur Not das langsamer machen, aber auch mal innehalten. Zu sagen, okay, oh, hier ist irgendwas, Kreislauf, bei mir jetzt nicht. Aber manchmal eine Pause machen ist sogar gut. Ja, einfach dann noch tiefer zu spüren. Weil das wäre der Weg, um wirklich Qi zu spüren. Also Qi Gong, Gong ist Übungspraxis. Das ist umfassender, inklusive Meditation. Den ganzen Tag über wahrnehmen, was da ist, gehört alles mit dazu, ist aber quasi wie Yoga. Also Yoga ist das gleiche, ist chinesisches Yoga. Die haben sogar Verbindungen gehabt und so weiter in alten Schriften zu lesen. Also kurz innezuhalten und zu spüren, quasi so nachschwappen, was passiert da in meinem Körper und so. Und dann zu sagen, okay, dann mache ich noch eine Runde. Also das ist nicht irgendwie langsame Bewegung für greise alte Leute, sondern das ist auch für junge Leute, die Interesse daran haben, mal die Bedienungsanleitung, wie funktioniere ich, Mensch, mal durchzulesen, um durchs Leben besser zu kommen. Also insbesondere dieser Geist-Körper-Zusammenhang bei sich selber festzustellen, das ist wichtig. Das Dickicht, diese kognitiven Verzerrungen bei sich mitzukriegen. Okay, und jetzt noch eine Runde. Also anderthalb. Zur Harmonisierung. Jetzt einsammeln. Hier hören wir auf gleich. Und abschließen. Nachspüren. Danke fürs Mitmachen. Danke für diese Session. Und dann schauen wir mal, wie sich das Wetter entwickelt.
Weil ich habe schon Lust, auch diese Meditationspraxis relativ früh wieder auf dieser Wiese anzufangen. Ist toll. Also draußen rumzusitzen ist einfach super. Deswegen, wenn es das Wetter einigermaßen erlaubt, machen wir das. Habt ein schönes Wochenende. Ja. Das innere Lächeln ist echt wichtig, weil da hängt so viel dran. Freundlichkeit, Aufmerksamkeit, Gelassenheit. Und das trägt wirklich. Es bringt einen aus diesem Stressmodus in den Kreativitätsmodus und aus dem Kreativitätsmodus kann man sein Leben easy managen und in eben eine Richtung führen, die noch angenehmer ist. Man wird auch produktiver und so weiter. Bla bla bla. Mal gucken, ob ich das aufschreibe. Buchmäßig. Bis zum nächsten Mal. Danke SWSA fürs Vorbeigucken. Okay. Back to the still. Back to the black. Bis zum nächsten Mal.